Was für eine Aussicht! Herr Fuchs! Helfen Sie ja, mir, natürlich! Frau Tiger. Mein Gott! Ja. Tut mir leid, dann, das ging's nicht! Also mit Ihren Haaren, ja. Das ist mein Popo, tut mir noch ja, weh! Aber wirklich anders war es nicht möglich. Dankeschön. Ja. Sie sind ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, in meinem Alter hier ja, oben. Ja. Oh, so eine große schöne Aussicht. Sprünge oh. Sind da nicht mehr drin. Warum? Ja, das habe ich gestern Abend auch gemerkt. Das ist eine sehr schöne Inszenierung. Ja, durchaus eine sehr schöne Inszenierung, wenn das kleine Problem an der Kasse nicht gewesen wäre. Ach, das kann ja, ja mal passieren. Finanziell in Nöten, wie? Ja, ausnahmsweise gestern Abend, Frau Ziege, ja. Hatte ich leider keine Börse dabei. Wie bitte? Ja, wissen Sie, ich glaube, Hand aufs Herz, Herr Fuchs, sind Sie überhaupt adelig? Oh. Ja, selbstverständlich. Mein Gott. Bin ich ein Adel. Frau Ziege, hören Sie das? Und Ihr Parfum. Frau Ziege. Herr von Weidenfeld. Ich höre. Dürfte ich Sie mal umarmen? Ja. Gestern Abend habe ich mich nicht getraut, aber jetzt hier oben auf dem ja. Berg, diese Aussicht. Sie wollen wohl etwas gut machen, ja. Wir sind doch ein sonderbares Paar. Frau Ziege. Gefällt es Ihnen so gut, mein Gott? Elisabeth, willst du mit mir gehen in meinen Fuchsbau? Ja, durchaus. Ich habe für Sie extra einen Kaiserschmarrn gebacken. Wie bitte? Ja. Kaiserschmarrn? Ja. Das ist mein Leibgericht. Ja, dann genießen wir jetzt noch die Aussicht. Und dann folgen Sie mir in meinen Fuchsbau. Das werde ich tun. Durchaus.